Hallo, ihr Lieben. So, mein Frühlingsalbum ist fertig. Was lange währt, wird endlich fertig und vielleicht auch gut. So, ich zeige es euch mal von außen. Also hier ist die Vorderfront. Das habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt bei dem Entstehungsprozess. Und was ich jetzt gemacht habe, die Bindung. Und zwar wollte ich es ja erst einkleben, also praktisch auf einen Streifen aufnähen und einkleben. Und jetzt habe ich mich aber für so eine Gummibindung entschieden, weil da ja auch ein Art Journal dabei ist, also wo man drin malen kann. Und irgendwie fand ich es dann auch praktisch, dass man die rausnehmen kann. Und dann habe ich hier einen Schmetterling dran geklebt und da muss ich noch mal ein bisschen nachkleben. Und da habe ich den dann noch so als Verzierung dran geklebt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das dann von innen aussieht. Genau, also so sieht die Front aus und so die Rückseite. Und so, da zeige ich euch das mal. Weil da kann man praktisch, die sind praktisch nur eingehängt, die Hefte. Und dann kann man die jederzeit halt rausnehmen und kann sie auch ersetzen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen. So, und dann geht's los. Also hier, da habt ihr ja viele Teile schon gesehen. Ich mache aber trotzdem einfach einen Flip-Through, also so ein Durchblättern. Und habe hier also vorne meine Puzzlesteinchen drin, die ich total nett finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, also das werde ich sicher mal wieder machen. Ich habe mittlerweile auch das auch bei anderen gesehen. Also das scheint gerade en vogue zu sein. Also von dem her liege ich da gar nicht so gegen den Trend. Da habe ich noch einen Tag. Den habe ich noch gemacht. Und zwar, der bleibt jetzt hängen. Da habe ich auch Collage beklebt, übermalt. Und dann ausgestanzt. Ich finde, dann hat es noch einmal so ein bisschen was Schmuckeres. Wenn man es dann mit einer Form ausstanzt, da ist hier das so gestitcht am Rand. Und das sieht dann auch noch mal ganz schön aus. Und da hat man halt noch mal so einen Tag. Das ist hier drin. Das Buch ist wieder so gemacht, Cover praktisch von beiden Seiten beklebt mit Papier, also die Pappe beklebt, also nicht eingeschlagen damit, sondern umklebt. Und das hat natürlich schon so ein bisschen was Raueres hier, aber ich finde, beim Junk Journal passt es und es ist wirklich sehr stabil. Also auch so durch das Bekleben mit so ein bisschen Serviettentechnik, durch den Klebstoff hat es auch noch einmal so ein bisschen was Abweisendes, also dass es noch einmal ein bisschen geschützt ist. So, dann haben wir hier das erste Buch. Das hat ja auch nochmal so eine Art Cover. Ich blätter es jetzt einfach mal durch, weil ihr Teile ja schon gesehen habt. Genau, da hat es wieder so Collagen, Ansammlungen und kleine Tags und hier auch. Und wie gesagt, da habe ich ja mit dem Stoff gearbeitet, dass ich Stoff durch Tee und Kaffee gezogen habe. Und habe es bestempelt. Dann hier habe ich mit meinen Linolstempeln gestempelt, mit denen selber gemacht und die dann noch ein bisschen mit Aquarell bemalt. Die Linolstempel, finde ich, eignen sich für Junk Journals halt auch super, weil die ja auch so ein bisschen gröber sind und ich finde, das passt natürlich auch super. Da eine kleine Tasche und genau, da auch wieder mit Stoff und bestempelt. Und beklebt. Da habe ich einen kleinen Umschlag rein. Da habe ich wirklich mal ein paar Geschenke gekriegt und habe da mal einen fertigen genommen. Aber so kleine Umschläge kann man auch super gut selber machen. Dann habe ich hier von meinen bestempelten Blättern und bemalten, habe ich einen Streifen eingeklebt. Da habe ich mir ja selber so ein Panel gestempelt, mit dem ich arbeiten kann. Hier drunter hat es auch noch Sachen. Die Papiere sind alle gefärbt. Dann hier, das ist so eine Skizze, so eine Aquarellskizze. Dann hier habe ich wieder bestempelt. Ich habe halt viele Hintergrundstempel, die eignen sich dafür natürlich super. Da auch wieder ein Tag. Ups, ich will das Buch übrigens bei Etsy reinstellen. Also falls jemand interessiert, werde ich es die Tage beim Etsy-Shop reinstellen. Da habe ich eine kleine Schere rein. Da ist umnäht, da hat es mehrere Taschen, wo man noch was reinschieben kann. Dann hier bestempelte Teebeutel und hier dann so eine Klappe. Dann habe ich hier mit der Spitze gearbeitet, die gefällt mir auch unheimlich gut.
Dann, das sind so alte Karten, Radkarten, die habe ich von einer Bibliothek geschenkt gekriegt, die wollten die wegschmeißen. Und hier dann so Labels. Und hier, auch, da kann man auch was noch drunter schieben. Da ist schon mein, von der zweiten bedruckten Seite, also bestempelten und bemalten, habe ich. Dann kann man da dann immer was draus machen. Hier auch noch so ein Notenblatt. Das ist auch ein ausgedrucktes, also ich glaube, es ist ein digitales Papier. Dann hier Washi-Tape bemalt. Mache hier ein bisschen zügiger, da habe ich auch einen Stempel. Da hat es einen Tag, das ist so schönes Papier. Das ist so ein relativ seltenes Papier von Gorgeous. Kann ich mal gucken, wenn ich das finde, verlinke ich euch das. Da wieder von der Karte, da hat es wieder einen kleinen Einschub. Und ein Tag. Genau. So, da hat es auch wieder so. Das ist ja das Tolle, wenn man so eine DIN A5-Seite hat, bestempelt und bemalt. Da kann man ja sich einiges draus bauen und kann da die letzten Reste auch noch mit verwenden. Dann hat es hier oben so eine kleine Klammer. Die hat goldene, die habe ich da mit reingemacht. Da hat es auch einen Schuber, wo man was reinmachen kann. Zwischendrin wieder. Papier, das mag ich irgendwie so, diese kleinen Arrangements mit dem Papier. Da habe ich wieder Skizzen gemacht, Aquarellskizzen. Da ist der Rest von dem bemalten Papier. Also das gefällt mir richtig gut. Also da kann man wirklich der letzte Schnipsel verwenden. Da kann man dann immer noch so eine kleine Collage machen. Und hier auch bestempelte Buchseiten. Und ich habe letztens jetzt gesehen, ich will jetzt mal wieder ein Altered Book machen. Und ich habe letztens gesehen, auch, dass man natürlich so alte Bücher auch ganz gut als Aquarell-Skizzenbücher nehmen kann. Das fand ich auch ganz schön. Also die Idee, das war also das Erste. Hier kommt das Zweite. Da habe ich hier einen kleinen Schuber gemacht, weil mir ja die Innenseite von dem nicht so gut gefallen hat. Muss es nur noch rauskriegen. Da kann man auch noch was reinstecken. Da habe ich das Band mit verwendet. Ja, jetzt auch ein Schuber. Und mal ein bisschen farbenfroh. Dann hat es hier auch wirklich einiges an Seiten, wo man selber was machen kann. Dann habe ich hier das mit dieser Paste, diese Schablonentechnik. Dann hier wieder Papier, wo man was selber machen kann. Und aber das hat auch echt einen schönen Glanz und ist so alles so grün-blau. Hier kommt wieder der kleine Koi-Karpfen. Hier hat es wieder eine kleine Skizze auf dem Packpapier. Dann auch wieder ein Stempel. Und dann immer wieder so Einschübe. Also die Signaturen an sich sind vernäht, aber halt die Hefte sind nur eingehangen. Dann hat es hier also Labels. Dann habe ich mir hier auch mal so einen Goldkarton geprägt. Ich finde, das hat zwischendurch auch immer was sehr Schmuckes. Und dann kommen hier wieder grüne Seiten, verziert zum selber gestalten. Dann habe ich hier auch noch mal so geprägt. Ich stehe, ja, das wisst ihr ja, ich stehe auf Gold, also von dem her. Oder Silber oder Roségold und so, also alles Mögliche. Dann hier, das war das zweite, genau, das sieht man nämlich hier. Und dann kommt das dritte, und da habe ich gedacht, da kann ich jetzt doch einen von den großen Puzzlesteinen verwenden. Der ist schon ein bisschen arg groß, aber so als Titel dachte ich, ach, das geht schon. Genau, den habe ich dann nämlich einfach aufgeklebt. Und hier habe ich so ein bisschen verziert, auch mit so einem Rest, den ich hatte. Hier habe ich noch so Papiere reingelegt, das habe ich ausgedruckt. Und das sind so eher so Papierbögen. Da kann man noch was mitmachen. Könnte man theoretisch auch eine Collage mitmachen. Dann hat es hier wieder leer. Da habe ich auch so ein bisschen verziert zu dem Frühlingsthema. Hier ist noch so ein kleines Arrangement. Dann habe ich von diesem Poesiealbum Teilen, die ich da hatte, diese kleinen Blumenbilder und so, habe ich auch noch ein bisschen was reingemacht. Dann hier wieder verziert. Und da habe ich auch so Aufkleber verwendet. Und da die so Ränder haben, bin ich da immer mit
noch mit brauner Stempelfarbe drumherum gegangen, weil das gefällt mir jetzt so besser, wenn sie so ein bisschen auf alt gemacht sind. Hier auch. Und hier hat es dann auch wieder einen Rest von irgendeinem Teil gehabt, von meinen selber gemachten Bögen. Und die hat das habe ich dann da noch mit rein. Dann habe ich hier noch so eine kleine Skizze gemacht, so eine kleine Kaffeeteetasse. Und da sind wieder die Karten. Dann hat sie einen kleinen Einschub. Das ist einfach auch nur ein bogengefärbtes Papier. Und also ich fände es ja auch schön, wenn man zum Beispiel irgendwie sich schöne Gedichte oder Zitate sucht und die in so einem Buch mit reinschreibt, was dann so beschäftigt. Also das finde ich eigentlich schon ganz schön. Und hier habe ich auch wieder so ein kleines Arrangement. Das ist zum Beispiel aus einer Zeitung irgendwie, aus einer, also mehr so wie eine Tageszeitung, wo ein farbiges Bild drin war. Und da habe ich mir das raus, weil es einfach eine schöne Farbe war. Dann habe ich hier noch von meinen Klimt-Bilder von diesem Reispapier noch was reingeklebt. Also da kann man schon noch viel drin machen. Also hier hat es noch einen Stempelabdruck von der Nähmaschine. Das ist eine Nähmaschine, die ich als Stempel gemacht habe. Das ist eine kleine Verpackung, das habe ich noch geprägt und habe dann eine Spitze dran geklebt. Genau, und das ist das dritte. Genau, das ist das dritte. Und das vierte ist ja dann so ein kleines Art Journal. Da habe ich hat's vorne auch eine Tasche drin und auch so eine Verzierung. Das ist ja so ein kleiner Stempel. Und dann Go for it, das zum Thema Sprüche und so. Da hat es auch noch so eine Klammer. Und dann hat es hier ganz viel freies Papier, wo man halt wirklich auch Skizzen und so reinmachen kann. Und dann hat es hier noch so kleine Papiere, auch für Text zum Beispiel. Hier hat es noch eine kleine Tasche. Da hat es dann wieder so Packpapier. Auf so Packpapier kann man ja sehr gut mit Kreide und Kohle und sonstigem zeichnen. Nur wenn man das dann in so einem Buch drin hat, dann würde ich ein bisschen Haarspray drauf sprühen, das so ein bisschen hält und nicht so ganz verschmiert. Das ist so ein Tipp. Genau. Und da hat es auch noch ein paar wilde Seiten. Aber ich habe letztens, ich gucke gerade so Tutorials so zum Thema Skizzen und Aquarell und Malen und da war zum Beispiel als Tipp, und das fand ich ganz toll, wenn man, bevor man so anfängt, dass man sich vielleicht irgendwie mal so einen größeren Pinselstrich in einer Farbe auf sein Blatt macht, weil es geht ja immer darum, so dieses leere Blatt zu brechen und dass man dann anfängt mit der Skizze. Und das fand ich eine ganz tolle Idee, weil ich glaube, das geht vielen so, dass sie dann vor ihrem leeren Blatt sitzen und sagen, oh, jetzt will ich aber nicht anfangen. Also das finde ich ganz schön. Und dann lieber so ein wilder Pinselstrich, da muss man ja dann auch anfangen, so ist ja nicht. So, hier hat es noch eine Tasche und da habe ich halt mit dem Kaffee und so rumgeprägelt mit dem Zeug, das ist auf alt gemacht ist, also nicht wirklich nur zum Altmachen vom Papier. Und hier hat es nochmal so einen kleinen Puzzlestein. Genau. Auch mit einer Zahl drauf. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es total schön. Mir gefällt es selber gut. Ist eins von der umfangreichsten, was ich je gemacht habe, weil da so viel Kleinkruscht drin ist. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich es zum Abschluss bringen. Also, weil ja auch, das sagt ja immer die Jutta von Funkelkram, es soll ja auch noch was für den anderen, wenn man es hergibt, noch drin bleiben und also noch Platz bleiben. Und ich glaube, da ist noch eine Menge Platz. Und genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fange sicher wieder irgendwas Neues an. Genau, aber jetzt ist das auf jeden Fall mal abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert. Und ja, ich habe auch überlegt, ob ich mal vielleicht bei einem von den nächsten Junk Journals auch noch so ein bisschen mehr dazu erzähle, wie man so rangeht an ein Junk Journal. Gut, das kann ja jeder machen, wie er mag. Aber ich kann es ja erklären, so wie ich es mache. Also dann macht's gut und vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ciao!